Und ich sage Hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part The Secret World. Ja, ich habe mich schon mal umgezogen. Kirsten hat uns ins Büro beordert. Und da gehen wir jetzt natürlich hin, ne? Ich habe mir schon mal wärmere Sachen angezogen, weil in Transsilvanien ist irgendwie das Wetter nicht so doll, ne? Und jetzt gehen wir aber erstmal zu Kirsten ins Büro. Na hoch, und gucken mal, was die überhaupt von uns will hier. Die war, klang nicht besonders nett am Telefon im letzten Part, ne? Was, warum ruckelt das jetzt hier so? Was ist passiert? Zack. Wir haben jetzt hier nämlich hier so einen coolen Pullover an hier, so ein Hoodie. Schönen guten Tag. Dann wollen wir doch mal sehen. Guten Tag. Guten Tag, ich soll hier zu Kirsten ins Büro kommen, wurde mir gesagt. Hallo? Ah, für mich ist es ein guter Zeitpunkt. Ich bin multitaskingfähig. Wissen Sie noch, was ich über Dreck machen und raushalten und sowas gesagt habe? Das war wohl das genaue Gegenteil. Nein. Nicht sagen. Ich müsste so tun, als wäre es nicht belastend. Ich verstehe schon. Man verliert schnell die Kontrolle, wenn einen ein irrer, untoter Tyrann in die Mangel nimmt. Ging uns mit Ozymandias schon mal so. Aber Weihnachtskarten kriegen wir von den Orochis bestimmt keine mehr. Unser Plan für globale Einflussnahme hat durchaus Spielraum, aber das ist ein Signal. Ein Warnsignal, ja. Irgendwann, wenn Gras drüber gewachsen ist, werden wir darüber Witze machen. Aber jetzt wollen die hohen Tiere sie auslöschen. Ronell, das tut man nicht. Lady, das war's dann wohl mit der Überraschung. Wissen Sie, wie schwer die umzulegen sind? Oh ja, nur zu gut. Ich übernehme die Verantwortung dafür. Nehmen Sie sich einen freien Tag. Gehen Sie ins Kino. Polieren Sie Ihr Panzerabwehrgewehr oder was Sie sonst so als Hobby machen. Sie können mir nichts befehlen, das wissen Sie, oder? Magier unterstehen nur dem Komitee. Liebes, sehe ich aus, als würde mich das im Moment interessieren. Okay. Es scheint zu stimmen, dass sie unter ihrem Rock auch noch Eier haben. Nichts für ungut. Wir könnten beide etwas Zeit für uns brauchen. Aber bleiben Sie erreichbar. Ja, da herrschen Zustände. Einwandfrei. Ja, okay. Das Büro verlassen. Dann verlasse ich das Büro mal wieder. Okay. Telefon. Hier ist Ihr Lieblingspolitiker, Senator Cicero. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass Sie in Gefahr sind, in Ungnade zu fallen oder auf dem Friedhof zu landen. Ja. Glauben Sie mir, Geary schluckt für Sie nicht noch eine Kugel. Also sollten Sie die Initiative ergreifen und zeigen, dass Sie unentbehrlich sind. Okay. Oder unkaputtbar. Kommen ich Sie bin, in mein ja. Büro. Wir finden sicher ein für alle vorteilhaftes Arrangement. Ja, ich bin schon unterwegs, Herr Cicero. Ich bin schon da. Guten Tag. Hier bin ich. Ich hab's beim ersten Mal verstanden, Aaron. Ich... Oh, verstehe. Miss Marla, Verzeihung, hören Sie. Ich bin kein Kind mehr, verdammt. Sie müssen nicht... Warteschleife, verdammte Scheiße. Dabei habe ich ein Meeting im Club. Mit einem 30-jährigen Single-Mord und einer 22-jährigen Sexbombe. Aber Aaron, leck mich Marla. Die verspannte Zicke muss ja unbedingt die große Eiterbeule auf meinem Schwanz sein und mir den Tag ruinieren. Kommandiert mich rum, als wäre ich ihr beschissener Laufbursche. Bei allem Respekt, Miss Marla, was mache ich Ihrer Ansicht nach? Ich kriege keinen Zugang zu diesen Daten, ich... Okay, ich werde Ihnen jetzt mal was erklären, wovon ich ehrlich gedacht hatte, dass es eine Frau mit Ihrer Intelligenz längst kapiert hätte. Für jeden wie mich im Senat hat Orochi 10. Wir können den Orochis nichts befehlen, das sie nicht wollen. Und jeder anderslautende Gesetzesentwurf wäre nach einer Sekunde vom Tisch. Ihnen gehören unsere Ärsche. Sie spielen nach anderen Regeln als der Rest von uns. Wüsste zu gerne, wie sie es machen. Da könnte ich noch was lernen. Nein, außer jemanden in ihr Büro zu schicken, der die Daten persönlich vom Orochi Mainframe holt, sehe ich da keine Möglichkeit. Nein, das wollen wir natürlich nicht. Okay.
Gut, ich werde mal sehen, was ich tun kann in Washington. Welche Fäden ich ziehen kann. Oh, verdammte Scheiße! Ich bin geliefert! Miststück! Okay, ein Lichtblick. Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden, wie wir beiden Hübschen aus der Scheiße rauskommen. Vielleicht sogar endgültig. Okay. Das Material von Cicero mitnehmen. Ja, dann machen wir das mal. Ich breche auch bei den Orochis ein, um da irgendwas aus dem Computer zu holen. Den Kommunikationsraum verlassen. Orochi-Infiltrationsnotizen. Alle Orochi-Büros sind von einem Feld geschützt, das metaphysische Kräfte unterdrückt. Agenten müssen sich statt auf ihre Fähigkeiten im Kampf auf ihre Klugheit verlassen. Orochi-IDs und Uniformen können beschafft werden. Menschen kann man damit wahrscheinlich täuschen, aber nicht die Drohnen, weil sie biometrische Scans durchführen. Die Orochi haben ihre Informationen in einem Serverraum im ersten Stock gespeichert. Alles klar? Habe ich da jetzt schon hier? Nee, habe ich nicht. Hätte ja sein können. Orochi-Klamotten oder so. Ja, ich verlasse den Kommunikationsraum. Mann. Telefon. Hallo? Sie sollten bei dem Datendiebstahl sehr direkt vorgehen. Ja, Kirsten? Für Sie ist es nur Plug and Play. Um die Details kümmern wir uns. Alles klar. Okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Die U-Bahn benutzen, um die Orochi-Büros zu erreichen. Auch das machen wir natürlich, ne? Mann, du. Ja, da habe ich mich doch schon umgezogen für Transsilvanien. Jetzt muss ich mich hier erst um irgendwelche Orochi-Sachen noch kümmern. Ich bin ja dafür, wir sprengen deren Gebäude einfach in die Luft. Ich kann die sowieso nicht leiden, die sind eh blöd. Schönen guten Tag, junger Mann. Ja, naja, gut, egal. Dann gehen wir mal. Huschen wir mal. Ach, und ich wollte doch noch zum Friseur und shoppen und... Ja. Kommt hier zu nichts mit diesem Verein. So, dann mal hier runter. Wollen Sie das Orochi-Büro betreten? Naja, wollen, ne, ist so das eine. Aber habe ich eine Wahl? Ich betrete es halt einfach, ne? Bevor die mich hier... ich glaube... Die lieben Illuminaten sind not very amused nach dem, was ich mir da so geleistet habe. Und dann betrete ich einfach das Orochi-Büro. Wenn ich damit wieder was gut machen kann, bin ich schon zufrieden. So ist nun nicht. Und dann nehmen wir das einfach in Angriff hier. Das Orochi-Gebäude betreten. Achso, was hat jetzt hier... Okay, jetzt muss ich mal gucken. Sie haben Ihr aktuelles Missionsziel nicht erreicht. Was? Hier sind aber keine Klamotten. Ach, ich habe die schon an. Hier, guck mal. Guck mal hier, ich bin hier voll geheimagententechnisch unterwegs. Hier, guck mal. Cool, oder? Ja, sieht schon gut aus. Okay, ich betrete mal das Gebäude. Muss ich da einfach rein jetzt, ja? Okay. Nur nicht auffällig werden hier. Ein Zugang zum Serverraum finden. Schönen guten Tag. Ich arbeite hier, ich kenne mich hier voll aus. Bei der Orochi Group. Haben Sie einen Termin? Ich arbeite hier. Erster Stock, ne? War das irgendwie? Okay, wir gehen jetzt hier mal hoch. Hallo? Also da fliegt eine Drohne rum. Von der sollten wir uns wahrscheinlich nicht erwischen lassen. Vermute ich mal. Aua. Die habe ich jetzt gar nicht... Ich habe die gar nicht gesehen. Und ich sag noch, von der Drohne sollten wir uns nicht erwischen lassen. Die habe ich wirklich nicht gesehen. Ach Mann. Ja, dann machen wir das mal nochmal. Und machen mal die Augen ganz auf. Dann sehen wir sowas auch wahrscheinlich. Hervorragend. Schönen guten Tag. Ich bin nur zufällig hier. Guck mal, ich kann auch gar nicht kämpfen. Ich kann meine Waffen hier gar nicht nutzen. Wie uncool. Okay. Zack, zack, zack. So, da. Guck mal, jetzt hat die auch so ein Licht an hier. Ist das die einzige Drohne, oder was? Ja, ich glaube doch schon, oder nicht?
Die Tür könnten wir betreten, aber da wollen wir gar nicht hin. Okay, wir gehen hier durch, ne? Hier sollten wir rein, oder was? Zugang zum Server, Sicherheitsterminal. Ah. Sie benötigen eine Karte, um... Naja, gut, dann müssen wir uns jetzt erst eine Karte suchen, es nützt nichts. Okay, ja, dann gehen wir hier rein, oder was? Immer mal gucken, ob die olle Drohne da kommt hier. So, was haben wir denn hier? Mach mal auf. Manticore, okay. Schönen guten Tag, ich arbeite hier. Ich guck mich hier nur mal um, ob hier irgendwo eine Karte rumliegt. Ey, ich mag ja so Großraumbüros überhaupt mal gar nicht, ne? Hallö? Ah, guten Tag. Ich fühle mich hier aber nicht so ganz wohl mit den ganzen Orochis hier, ne? Ach, da drüben geht's noch weiter. Was haben wir hier? Was ist das? Ach, guck mal, haben die hier Betten? Das sind Betten, ne? Guck mal. Ist ja der Knaller. Oh, was haben wir hier denn? Prozessor benutzen. Ich benutze den mal. Mal gucken, was dann passiert. Ah, keine Karte registriert. Ziehen Sie die Karte erneut durch das Terminal. Was hat mich denn jetzt aber gesehen? War das die Wache? Hat der mich erkannt wohl? Oder war da eine Drohne oder was, die ich nicht gesehen habe? Das ist ja gemein, ne? Das ist aber nicht nett. Okay, also nochmal. Wir gehen jetzt hier einfach nochmal hoch. Okay. Da ist die olle Drohne, okay. Die Tür können wir gar nicht benutzen. Ach, die ist noch auf. Ja, siehste. Kick mal an. Was ist hier noch? Hallo? Das ist ja auch... Ah, Mitarbeiterausweis. Na, das ist doch gut. Den können wir doch nehmen hier. Telefon. Können wir jetzt damit... Oh. Oh, ich kann nicht... Ich kann mich nicht bewegen. Was machen die denn? Ach, die gehen da hinten ans Telefon. Jetzt kann ich mich auch wieder bewegen. Oh. Mal gucken, ob der Mitarbeiterausweis... reicht, um jetzt da in den Serverraum zu kommen, oder? Wo ist denn die blöde Drohne jetzt hier? La la la. Die lassen wir mal erstmal brav vorbei. Schubidu. Aber hier ist noch so viel, ne? Ja, wir gucken jetzt trotzdem erstmal, ob wir damit da reinkommen. Und da hinten wäre auch noch eine Tür. La la la. Ist doch gar nicht auffällig, immer hinter der Drohne zu laufen, ne? Ja gut, aber auf dem Flur ist ja keiner unterwegs. Da ist es dann nicht so schlimm. So. Sie benötigen einen Ausweis mit Zugangsstufe 2. Alles klar? Ja, dann gucken wir uns hier mal noch weiter um. Was ist denn... Guck mal. Jetzt gucken wir mal... Hier war doch gerade, wo ich an den Computer wollte, ne? Irgendwie. Ach, das ist abgesperrt. Was ist hier? Na, hier können wir auch noch rein. Was gibt's denn hier so ein bisschen? Okay. Monitor. Ah, da ist eine Drohne. Ah, da liegt eine... Ah, guck mal, da liegt so eine blöde Drohne auf dem Schreibtisch. Oder was ist das hier? Das ist ja Beschiss. Okay. Warum ist hier Licht an? Warum liegt da Stroh rum? Okay. Also hier ist nichts weiter drin. Nichts, was uns irgendwie hilft. Alles klar. Dann schauen wir jetzt nochmal hier durch. Und dann nochmal hier rein. So, und was oder wer hat uns denn jetzt hier vorhin ausgenockt? Liegt da vielleicht auch eine Drohne rum, die ich nicht gesehen habe, oder? Ich benutze das jetzt einfach nochmal und guck mal. Keine Karte registriert. Ziehen Sie die Karte durch das... Ja, ich habe doch hier meinen Mitarbeiterausweis. Keine Karte registriert. Okay, vielleicht das nochmal. Oh. Ah, ja, genau, der war's, okay. Ja, das, okay.
Dann gucken wir mal nochmal den anderen Gang, ne? Ha. Ich sag ja einfach das Ding in die Luft sprengen und fertig, ne? Also das wäre wohl echt das Einfachste gewesen. Aber ich würde sagen, wir machen hier tatsächlich im nächsten Part weitergehen, gucken, dass wir hier in den blöden Serverraum reinkommen. Wir brauchen ja nun mal noch einen anderen Mitarbeiterausweis, den finden wir bestimmt auch irgendwie. Ich danke jetzt natürlich wie immer sehr fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid nächstes Mal auch wieder mit dabei, wenn es wieder heißt Secret World. Und ja, sag mal bis dahin, ciao, ciao.